Ratternde Züge. Wartende Passagiere. Dampfloks mit Waggons aus längst vergangenen Tagen fahren hier Seite an Seite mit ICEs. Ein Unfall direkt vor der Sigmund-Jähn-Oberschule. Ein Trabant, der getragen wird. Oder der Aktzeichner direkt neben dem Mitropa-Wagen. Ganz klar, das gibt es nur hier. Wir sind unterwegs im Reich der Modellbahnen. Eine davon, und das ist eine ganz besondere, ist die Modellbahnanlage im thüringischen Wir. Hier fahren Züge von Spurweite TT bis zu den großen Gartenbahnen. Auf der gesamten Anlage hier fahren ca. 300 Züge auf 30 Kilometer Gleislänge. Und unter diesen 300 Zügen findet man mittlerweile immer mehr von einem bekannten Hersteller aus Sonneberg, Pico. Wer hätte das vor knapp 70 Jahren gedacht, als diese erste Pico-Lok auf die Gleise gesetzt wurde? Die ME101 wurde 1949 auf der Leipziger Herbstmesse das erste Mal vorgestellt. Der Name Pico kam vom Wörtchen Piccolo, also mit C. Die Geschichte beginnt 1948 in Chemnitz, doch der Standort reichte nicht lange aus und die Produktion wurde 4 Jahre später nach Sonneberg verlagert. Jetzt wird Pico mit K geschrieben und ist die Abkürzung für Pionierkonstruktion. 10 Jahre später dann die Gründung des VEB Pico. Erst jetzt wurde aus dem Spielzeug eine echte Modellbahn, sagt der Technikhistoriker Franz Rittig. Man muss einfach den Pico-Konstrukteuren, den Ideenträgern beim VEB Pico zugutehalten, dass sie auch in der Lage waren, ich sage mal, die führenden Genossen dafür sehend zu machen, dass die Modelleisenbahn kein Spielzeug ist, sondern dass die Modelleisenbahn ein Konsumgut ist. Und dieses Konsumgut kam nicht nur in der DDR gut an. Man war nicht böse, wenn die Züge die ein oder andere Devise einbrachte. Dafür gab es die Vertreterfirma Schreiber, die den gesamten Markt in der BRD belieferte. Für diesen Markt fertigte Pico sogar extra eine echte Bundesbahn im Maßstab 1:87. Aber auch der sächsische Rollwagen, die Baureihe 38, wurde in den alten Bundesländern gerne gekauft. Das Eisenbahnjournal schrieb damals: In unserem Fall hat das Maschinchen jedenfalls seinem Namen alle Ehre bereitet. Rund 10 Stunden Dauerbetrieb hielt sie problemlos durch. Wer die neue Pico-Lok kauft, wird sich für die knapp 200 D-Mark jede Menge Spaß am Fahren ins Haus holen. 200 D-Mark. Der DDR-Hobby-Eisenbahner musste für gleiche Modelle zwischen 50 und 100 Ostmark berappen. Bis zum Ende der DDR ist Pico synonym für elektromechanisches Spielzeug. Neben der Modelleisenbahn wurden hier auch noch Haushaltsspielzeuge von 1600 Mitarbeitern hergestellt. Nach der Wende brach der Absatzmarkt ein und die Frage stand im Raum: Wie weiter mit Pico? Auf diese Frage wusste René Wilfer eine Antwort. Der Mann aus dem Westen interessierte sich kurz nach der Wende für den Spielwarenhersteller. Ich war Geschäftsführer von einem Gebäudemodellhersteller und man hat sich halt mal so umgeschaut, was es so im Osten denn so gibt. Und irgendwann hat mir die Treuhand eben angeboten, hier bei Pico einzusteigen. Und das fand ich schon irgendwo spannend, dass ich vielleicht eine Modelleisenbahnfirma aufbauen könnte. Und das hat mich eben interessiert. Und die Banken haben gesagt, ja, mach mal, kriegst das Geld. Und dann haben wir verhandelt und dann hat es geklappt. Immer wieder verändert Wilfer die Produktpalette. So verschwinden Anfang der 2000er die Kinder-Plastikspielzeuge komplett aus dem Sortiment. Nach gewisser Zeit habe ich dann festgestellt, dass wir da eigentlich keine Zukunft haben, weil es da einfach viel größere Mitbewerber gibt, die viel mehr Ressourcen haben, die besser im Markt aufgestellt sind als Pico. Und da haben wir uns dann verabschiedet. Kernkompetenz bleibt die Modelleisenbahn. Um sich mit den anderen Herstellern messen zu können, produziert Pico ab 2006 neben den Spuren H0 und TT nun auch die großen Gartenbahnen.
Früher stand die Modelleisenbahn nur im Wettbewerb zur Autorennbahn. Heute sind viele andere Spielzeuge, viele andere Spielzeugthemen dazugekommen. Und man muss immer wieder das Thema Modelleisenbahn als klassisches Spielzeug, als klassische Thematik immer hervorstellen. Schon seit Mitte der 90er lässt Pico nun teilweise auch in China produzieren. Seit 2007 sogar im eigenen Werk. Ich wollte nicht abhängig sein von einem sehr großen Hersteller, den es damals gab, der eigentlich für die ganze Welt produziert hat. Der hat über 10.000 Leute gehabt und hat Modelleisenbahnen gemacht in China. Und meine Mitbewerber, die haben in den letzten Jahren, also außer dass sie alle in Konkurs gegangen sind zwischendurch mal, haben sie also erhebliche Schwierigkeiten gehabt, nachdem dieser große Hersteller in China pleite gegangen ist, um überhaupt Ware zu bekommen. Und da waren wir einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Klar, in China im eigenen Werk lässt es sich günstiger produzieren. Genau deswegen kann Pico in unterschiedliche Preissegmente unterteilen. Das Hobby ist relativ teuer geworden und ist nicht mehr so verbreitet, wie es zu DDR-Zeiten war. Wobei ich dazu sagen muss, dass durch Pico eigentlich ein unteres Preissegment da ist, von guter bis sehr guter Qualität, was auch für jeden erschwinglich ist. So rangiert Pico auf Platz 3 nach Märklin und der Modelleisenbahn GmbH. Und wohl nicht zuletzt wegen des Preises fahren auf den großen und kleinen Anlagen immer mehr Pico-Züge. Hier in Sonneberg selbst fahren fast ausschließlich Pico-Bahnen. Mit außerordentlicher Liebe zum Detail kann man hier ein paar Mal im Jahr die Arbeit der über 20 Vereinsmitglieder bestaunen. Die größte Modellbahnanlage der Welt steht in Hamburg. Für 13 Euro kann man den ganzen Tag staunen. Und unter den 260.000 kleinen Figuren den ein oder anderen Prominenten entdecken. Die Ausstellung beliebt wie keine andere. Wir hätten es damals nicht für möglich gehalten, dass wir uns mittlerweile mit unserer Gästezahl im Bereich von Schloss Neuschwanstein oder Ähnlichem bewegen. Und in Hamburg sind wir damit die Nummer 1 geworden. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ob italienischer Strand, die Tagesthemen mit Jan Hofer oder Las Vegas bei Nacht. Da braucht man schon viel Zeit, um wirklich jeden Winkel der 10.000 Quadratmeter Ausstellung zu entdecken. Und warum ist die Anlage in Wir nun etwas Besonderes? Mit 12.000 Quadratmetern ist sie die größte analoge Anlage der Welt. Und für 10 Euro kann man hier von Thüringen über Berlin bis in den Wilden Westen reisen. Aber egal ob in Hamburg, Thüringen oder im heimischen Wohnzimmer, die Modelleisenbahn wird wohl nie ihre Faszination verlieren.